Das böse Begrüße und herzlich zurück hier bei Sekiro Shadows Die Twice. Wir befinden uns wie so oft hier am Maroden Tempel, nachdem wir in der letzten Folge noch ein bisschen das Ashina-Umland begutachtet haben und feststellen durften, dass das Innenministerium sehr, sehr fleißig war. Die haben dann nämlich wie eine Art Festung aufgebaut und zum Ende hin habe ich scheinbar den Boss gefunden, den ihr mir in den Kommentaren mal erwähnt hattet. Und sah sehr imposant aus. Ich habe ein bisschen Sorgen, um ehrlich zu sein. Nichtsdestotrotz ist es vermutlich an der Zeit, dass wir uns das mal angucken. Allerdings weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht, wo ich mich dafür hinporten soll. Ich hätte schwören können, ich habe mich da hingesetzt. Ah! Flammen des Hasses, das wird's dann wohl sein. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass das so heißt. Naja, schauen wir mal. Ist auf jeden Fall ein sehr verheißungsvoller Name. Ja. Okay, das Ding da macht Feuer. Ganz obviously. Vielleicht, ist das your time to shine? Könnte es mir vorstellen zumindest. Heilige Scheiße, sieht das Ding krass aus. Schon mal umdingseln. Was macht er da eigentlich? Achso, da sind noch Truppen, die er vernichtet. Ja, dann lassen wir ihn mal ein bisschen wütender. Bevor er mit mir hier in Kontakt kommt. Sieht so vielleicht ein Shura aus? Wir erinnern uns an Ishin, was der uns erzählt hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein Shura ist. Boah, ich weiß echt nicht, ob ich gegen irgendwas sowas jetzt antreten möchte. Bin ich bereit für einen Shura? Alter Schwede, guckt euch mal an hier. Pferde. Also ein Pferd, ganz viele Truppen. Heieiei. Boah, ich hab echt Angst, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass der nicht ohne sein wird. Bildhauer. Bildhauer? Wieso Bildhauer? Lag hier gerade die Leiche irgendwo rum? Alter Schwede, bist du ein hübsches Ding. Du bist sehr groß. Dich dranbleiben wird vermutlich beste Wahl sein. Aua, ich bin voll reingerannt, ich Idiot. Ich dachte eigentlich, ich hätte geheilt, aber obviously habe ich das nicht. Machst du da? Oh. Okay, gut. Mein Schirm hat auf jeden Fall geholfen, glaube ich. Aua. What the fuck was that? Heilige Scheiße. Au. Okay, das war nicht gut. Nein, im Gegenteil, das war ziemlich scheiße. Warum habe ich das... Ich habe doch eigentlich mein Schwert gehoben, dachte ich zumindest. Why? Heil dich bitte. Uah, oh geil, man kann sich ranziehen. Da habe ich nämlich aus Versehen eigentlich die falsche Aua-Taste gedrückt.
Scheiße, verfickte. Boah, ich habe jetzt schon kaum noch Heilung. Wie soll denn das weitergehen? Das Ding hat 3 Lebensbalken, die mir gerade auffällt. Gut, erste Phase haben wir erledigt. Oh Gott, nee. Weg, weg, weg. Das Ding macht bestimmt die Flammen des Hasses. Gleich eine AOE oder so. Boah. Weiß nicht, ob das vielleicht Schaden gemacht hätte. Lieber rangehen. Okay. Heilige Scheiße, ey. Das Ding ist echt übel. Wow! Oh mein Gott. Was zum Teufel tut er da? Scheiße. Wow. Was war das denn gerade, bitte? Wow! What? Heilige Scheiße. Aber wie er sich bewegt, wie geil ist denn das? Super krasse Scheiße, was du hier machst gerade. Werter Dämon. Und weg. Oh Scheiße, hab ich zu spät gesehen, dass er sein Bähnchen gehoben hat. Was machst du denn da? Scheiße. Zu spät das Schwert gehoben, leider. Fuck. Schnell hinterher, hinterher, hinterher. Komm schon. Jawohl! Zweite Phase, tot! Ich hab... What the fuck macht der da? Was macht der da? Oh Scheiße, was ist denn jetzt los? Hilfe? Eieieiei. Wow, was war das denn? Ah, Mann. Warum hatte ich denn das Schwert nicht rechtzeitig oben? Fuck. Nein, nein, geh nach vorne. Oh mein Gott. Renn zu ihm hin. Los jetzt. Komm, go, go, go. Dieser Schirm ist so gut. Scheiße. Hilfe. Was? Was? Ach, scheiße. Wo ist er denn? Was macht er da? Fuck, fuck, fuck. Ja, warten mal, bis das Ding irgendwie... Okay, jetzt kommt's drauf an. Oh, fuck! No! Zu spät mitgekriegt. Los jetzt, komm schon. Arsch versohlen. Oh Gott, weg, 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 weg. Ich weiß nicht, wie weit ich hier jetzt kann.
Go. Es sieht so gut aus. Nein! Los jetzt. Go, go, go! Oh, danke. Ich will den Ausgleich. Lebt wohl, Bildhauer. Ulf, ich danke dir. So war das also gemeint. Das war der Bildhauer? Der einarmige Dämon streifte über das Schlachtfeld, verzerrt von den Flammen des Hasses. Oh, nochmal Lapis Lazuli, nice. Heieiei. Der war krass. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Um ehrlich zu sein. Angriffskraft verbessern. Ja, bitte. Ein Mann, der statt zum Shura zu einem Gefäß für die Flammen des Hasses wurde. Es schien lange so, als sei er an die sterbliche Welt gebunden. Einst, als er zum Dämon wurde, konnte er diese Welt endlich verlassen. Doch kein Shura. Ich hätte gedacht, dass er jetzt ein Shura geworden wäre. Aber vielleicht war das doof, weil die waren ja noch Truppen auf dem Feld. Heftig. Das war mit Schlachtfeld gemeint. Krass. Einfach nur krass, was aus ihm jetzt geworden ist. Grabwachsklumpen. Nice. Ah, hey, alte Frau. Oh, ihr lebt noch. Ihr wisst es, nicht wahr? Ihr wisst, wer der einarmige Dämon einst war. Ja. Dann wisst ihr auch, dass es keinen Grund gibt, den Mut zu verlieren. Er schnitzte so lange Buddhas, nur um von den Flammen des Hasses verzehrt und zu einem Dämon verwandelt zu werden. Er schnitzte sich sein Schicksal selbst. Er musste für seine Fehler zahlen. Und ihr habt es beendet. Ihr habt ihn auf die Reise geschickt. Dafür ist er euch sicher dankbar. Hört auf meinen Rat. Der Hass, der in ihm wohnte, ist nun ohne Gefäß. Je länger die Feuer des Krieges wüten, desto mehr wird diese Welt verbrannt. Das heißt nicht, dass ihr seinen Platz einnehmen müsst. Nun denn, hinfort mit euch. Ihr habt Pflichten zu erfüllen. Dinge, die getan werden müssen, nicht wahr? Nun denn, ihr habt Dinge, die... Ja, ja, okay. Also es war tatsächlich der Bildhauer. Ich dachte, er hätte seine Leiche da irgendwo gesehen oder so. Drachenblut, ja, okay. Ist hier oben eigentlich noch irgendwie was Neues? Nee, ne? War das nicht mal so, dass man sich hier hochziehen konnte? Doch. Wenn man denn nicht so beschränkt wäre wie ich, würde das bestimmt irgendwie gehen. Also... Da. Dann nochmal da hoch. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas Neues ist. Hier haben wir damals mal eine Gebetsperle gefunden. Kann es mir fast nicht vorstellen, aber... Hätte ja sein können, dass hier jetzt noch irgendwas Cooles ist. Keine Ahnung. Knallquecksilber zum Beispiel. Okay.
Nee, ich wollte eigentlich dahin, genau. Dann hier hin und dann hier so runter. Ja gut. Ist der hier eigentlich noch da? Sag mal. Lebst du noch? Ja, scheinbar schon. Wollt ihr? Er redet aber nicht, schade. Ich hätte gerne irgendwie noch was Neues erfahren oder so. Wo die Verstorbenen, wohin? Ja, okay. Nevermind. Hier haben wir, glaube ich, damals gegen Gyobu gekämpft, ne? Gyobu Masatake Oniwa oder so. Ich wusste nicht mal, dass man hier runterfliegen kann, aber okay. Gut. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich machen soll, weil ich hatte ja schon gesagt, das Finale werde ich jetzt nicht machen. Ashina-Burgtor. Kann ich hier nicht irgendwie zurück, sag mal? Ich möchte mich eigentlich. Also, wenn ich jetzt schon hier bin, ne, dann würde ich eigentlich auch gerne mir den Rest irgendwie noch angucken, der fehlt. Ich bin gerade nicht sicher, wie ich das bewerkstelligen kann. Vielleicht kommt man da ja auch tatsächlich einfach nicht mehr hin. Das ist ja auch noch eine Variante. Kommt man hier irgendwo hin? Ich kann mich hier festhalten, aber wofür, frage ich mich. Okay, krass. Ja, nee, über das Tal damals kam man dann hier rüber. Also da, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Und dann kam man im Endeffekt dann hier hin zu diesem Bossfight hier. Aber das ist ja alles abgeriegelt, wenn ich das hier richtig sehe. Ist hier sonst noch irgendwas, frage ich mich. Das hier ist fest verschlossen, ja. Wo wurde ich hierher geportet? Da vorne? Ich komme gerade irgendwie total durcheinander, was das. Ich glaube, das hier war der Eingang. Kommt man hier vielleicht wieder raus? Nein. Nö. Offensichtlich nicht. Da hoch komme ich ja auch nicht, ne? Sieht nicht danach aus, als ob man hier noch irgendwas bewegen könnte. Huch. Nee. Ich dachte, ich kann mich so vielleicht da irgendwie noch festhalten und dann vielleicht irgendwie höher, aber sieht nicht danach aus. Ja, dann keine Ahnung, wie ich da noch irgendwas reißen kann. Weil hier fehlt eh noch, hier fehlt auch noch was. Da werden wir dann nächste Folge hingehen. Diese Folge, wie gesagt, machen wir das nicht. Ich gehe eben davon aus, dass dort dann das Finale stattfinden wird. Weil es so ein bisschen auch das Ganze abrunden würde, sag ich mal. So. Schrein der Schlange. Da lang geht's, ne? Ja. Diesen abtrünnigen Mönch kann man hier noch erledigen, wenn man dann möchte. Kukans Konfekt. Wo läuft er jetzt hin? Kommst du jetzt hierher oder was? Du weißt auch noch nicht so richtig, was du möchtest, wa?
ist gar kein Problem, Junge. Ich hoffe, hier sind jetzt nicht auch noch irgendwelche Assassinen oder so. Aber ich nehme mal seine Erfahrungspunkte maybe mit. Ist sicherlich nicht verkehrt. So, okay. Die hier lassen wir mal leben, die bringen uns sowieso nichts. Ich habe ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt, vor dem, was jetzt hier noch kommt. Miniboss kann es eigentlich nicht mehr sein. Zumindest keiner, der mir eine Gebetsperle geben könnte. Ich versuche wieder ständig irgendwas anzuvisieren, weil wir wissen, das hat schon hier und da gute Dienste erwiesen. Wir wissen es. Da ist tatsächlich irgendwas. Ach, da sind schon wieder Affen. Noch mehr? Keramiksplitter, ja, okay, gut. Sind hier noch mehr Affen? Aber wenn die zuhauf da sind, ist das auch absolut nicht ohne. Aber dieser Lotusschirm, also ich muss ja sagen, richtig gut, das Ding. Sind da noch mehr? Ja, zwei sind da. So, weg. Mehr ist jetzt hier erstmal noch nicht. Wie viele waren das jetzt? Fünf, sechs? Hier vielleicht noch irgendwo? Bislang nie. Was ist denn da los? Affenparty? Schon wieder? Es klang für einen Moment so, als wären da Hunde irgendwie, aber... Was zum Teufel? Ich sehe halt... Was? Zwei Affen? Drei? Da ist auch noch einer. Shit. Oh, der ist stärker. Was bist du denn für einer? Ich sehe nichts, weil hier ständig... Ach so, einer ist das. Ah. So.
Haben wir es jetzt mal langsam? Vielleicht? Geht doch. Alter Schwede. Der war schon... Wie viel? 1324? So viel wie so ein anderes, wie so ein Rotkäppchen? Hi. Jai. So, warte mal, wo wollte ich jetzt hin? Aber da unten stand noch irgendwo einer, glaube ich, ne? Oder? Da. Und da steht auch noch einer rum. Das ist schon wieder so ein silberner. Alter, was haben die für krasse Moves auf die Jungs? Der klingt halt wirklich original wie so ein Hund. Aua. Junge, das hat wehgetan. Heilt sich bitte mal. Ich sehe nichts. Aua. Dankeschön. Heilige. Was ist denn hier kaputt? Verhüllte Jesus-Statue. Oh. Und Adamantitschrott. Not bad. Haben wir es jetzt oder sind hier noch mehr? Ich glaube, das war's. Okay, gut. Ibo-Eigentumsballon, was machen die denn mit solchen Dingern? Gucken wir nochmal außen rum. Da auch wirklich nicht noch irgendwas ist. Hier drin ist nix. Und da oben... Nur eine Leiche bis jetzt. Okay, scheint alles okay zu sein. Kabum? Hätten wir das uns auch wieder geholt. Tja, Mensch. Aber ich frag mich ja, wie ist das mit dem Bildhauer genau passiert? War der jetzt... Also ist er extra zum Schlachtfeld gelaufen, um da sich zu verwandeln? Oder... Wie ist das passiert? Also... Hat er sich verwandelt und ist dann los? Aber das kann ja eigentlich auch nicht sein. Ist hier noch irgendwas drauf vielleicht? Nee. Ich weiß nicht so genau, wie ich mir das vorstellen kann. Also der Boss ist auf jeden Fall... Also er war richtig krass. Ich fand den optisch mega nice. So, ich frag mich jetzt... Was noch? Fehlt jetzt noch irgendwas krass? Reisen. Ja, wie gesagt, also da komme ich nicht mehr hin. Also zu diesen beiden Dingern komme ich scheinbar nicht mehr hin. Hier auch nicht, zumindest wüsste ich spontan nicht wie. Das haben wir gemacht. Das habe ich alles jetzt. Also... Ich wüsste spontan tatsächlich nichts Neues. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der Dude hier jetzt noch was Neues sagt. Ansonsten ist es vielleicht jetzt an der Zeit, Hanbei zu erlösen. Das könnten wir auch noch machen. Wollt ihr noch was? Oh,
Falls er hat irrt. Ich glaube aber, wo er hin... Nee, okay. 279, ja. Bis zum nächsten. Ja. Ja gut, Hanbei, dann ist es jetzt an der Zeit, dass wir dich erlösen. Vielleicht kämpfen wir nochmal zum Abschluss miteinander? Was hältst du davon? Oh, ihr seid es. Ihr könnt an mir... Lasst uns beginnen. Ja. Einmal zum Abschluss mit ihm nochmal. Okay, da hätte ich Mikirin können. Nochmal. Huch. So als Abschiedsgeschenk. Das war ein guter Kampf. Okay, Hanbei. Ich glaube, dann ist es jetzt soweit, ne? Reden wir nochmal? Dieser Tempel auf mich und das bleibt manchmal... Ich habe, glaube ich, bis heute nichts in diesem Gabenkasten gehabt, oder? Dieser Temp auf und das manch... Nee, ich glaube nicht. Okay, dann sprechen wir nochmal über die sterbliche... über die sterbliche Klinge. Also, habt ihr euch entschieden, meinen Fluch zu beenden? Ja. Vielen Dank für alles, Hanbei. Du warst mir ein guter Freund und jetzt ist es nur fair, wenn ich dich im Gegenzug von deinem Leiden erlöse... Und deinen Wunsch erfülle. Das werde ich, natürlich. Danke. Ein Mann mit euren Fähigkeiten könnte einen gnadenvollen Tod gewähren, richtig? Überlass das mir. Wunderbar. Ich muss Sekicho danken. Ich muss mich auf den Tod vorbereiten. Ich werde bereit sein, wenn wir uns wiedersehen. Okay. Ich muss mich auf den... Gut. Dann bereite dich vor. Ich lade einfach jetzt hier nochmal neu. Vielleicht ist das eine Variante. Rasten. So, Hanbei. Bist du bereit? Er kniet schon. Okay. Gucken wir nochmal hier. Ist leer. Ich weiß nicht, was da drin so landet, aber okay. Endlich kann ich sterben. Die Schande. Meinem Herrn nicht in den Tod gefolgt zu sein, ist endlich. Seid ihr sicher? Ja. Ich möchte, dass ihr mich tötet. In Ordnung. Na los! Tut es! Okay. Mach's gut, Hanbei. Lebt wohl. Versteckter Zahn. Ein falscher Zahn, gefüllt mit einem geheimen blauen Shinobi-Mittel, kann mehrmals verwendet werden. Für die Verwendung beißt man schnell und fest die Backenzähne aufeinander, was sofort zum Tod führt. Kann in bestimmten Situationen nützlich sein. Es muss wohl nicht extra gesagt werden, dass der erste Tod in der Regel der letzte ist. Tut mir schon ein bisschen leid um ihn, aber er hat es sich gewünscht. Er wollte einen ehrenvollen Tod. Das haben wir ihm gewährt. Habe ich noch alles? Ja, ich habe genug Kügelchen gedöns. Also, alles gut. Ich kann noch mal zu Emma vielleicht... Ich könnte noch mal mit dem anderen göttlichen Kind reden. Aber sonst, vielleicht sagt Emma jetzt was Neues, weil ich den Bildhauer getötet habe. Kurosama hat die Burg durch den der geheime Durchgang liegt erwartet auf dem See. Nachtschwalben haben auf Befehl Rauch, sollte euch... Ja, kriegen wir hin. Vergebt mir. Okay. Ich bete, dass Kurosama die Menschlichkeit zurück... Okay, sie sagt nichts Neues. Hätte ja sein können, dass sie das mitbekommen hat, trotzdem, dass sie das irgendwie gespürt hat oder so. Das andere war, warte mal, wichtige Orte, inneres Heiligtum, genau.
sagst du noch was Neues vielleicht? Shinobi des göttlichen Erben, was kann ich für dich tun? Aber nur quatschen erstmal. Um das Drachenerbe an seinen Rechtmäß, er muss sie, wenn er das... Nee, schade. Es tut mir leid, der Reis, du bekommst... Ja, alles Shinobi gut. Shinobi des... Ich bete. Ja. Hätte ja sein können. Ich glaube, hier oben Kotaro und so werden wir auch nichts Neues sagen, oder? Ich mache das jetzt alles nur, um das nochmal abzuchecken, bevor ich halt wirklich mich zu diesem Silbergrasfeld begebe. Hi, Kotaro. Die Kinder, sie... Nee, okay, er sagt nichts Neues. Du wahrscheinlich auch nicht. Warum, Sir Kotaro? Ja, okay. Irgendwie finde ich das hier immer noch creepy. Das ist auch irgendwie so ein... Illusionsding. I don't know. Naja. Gut. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich sonst noch machen soll. Weiß auch nicht, was ich jetzt noch brauche vielleicht. Vielleicht gibt es da noch irgendwas richtig Krasses zu erledigen, aber eigentlich bin ich der Meinung, ich hätte jetzt alles soweit mitgenommen, was ihr mir auch geschrieben habt. Ich habe alle Bosse soweit gemacht, die möglich waren. Mini-Bosse sind soweit scheinbar auch alle erledigt. Ich habe die Kopflosen alle. Ich hoffe, ich habe jetzt auch alle Shichimen. Ich habe mal 3 Stück gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob es davon noch mehr gibt, aber ich wüsste nicht, wo die sich noch rumtreiben sollen. Ja, dann würde ich behaupten, sind wir tatsächlich fertig und bereit für das Ende. Eine letzte Schlacht, vermutlich, gegen Genichiro. Der fehlt jetzt halt noch irgendwie. Seitdem wir ihm das letzte Mal begegnet sind. Er ist ja abgehauen, seitdem nie wieder aufgetaucht. Was wäre also ein besserer Anlass als dieser, sich noch einmal mit ihm zu messen? Dort, wo alles anfing. Ich mag den Gedanken irgendwie, weil das sowas... Das rundet die Geschichte so ein bisschen ab. Erste Begegnung, letzte Begegnung. Ich kann es mir jedenfalls sehr gut vorstellen. So, ich kann jetzt nochmal gucken, ob ich mir noch irgendwelche Upgrades kaufen kann mit den Materialien, die ich jetzt noch habe. Aber ich befürchte, da wird nicht viel passieren jetzt noch. So, was brauchen wir zum Beispiel hierfür? Doch, das könnte ich mir kaufen noch. Das könnte ich mir kaufen. Nee, könnte ich nicht, weil mir da schon wieder Zeug für fehlt. Das wäre möglich. Also über kurz oder lang muss ich sowieso alles machen, wenn ich das Spiel komplettieren möchte. Aber das muss dann nicht jetzt sein. Gut, Leute, dann sehen wir uns das letzte Mal vermutlich tatsächlich ein letztes Mal. Und wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, bis dahin. Tschüss!